Ob da die Lautstärke dabei war, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. So, jetzt klebe ich fast schon am Mikrofon, muss ich gleich wieder weggehen. Nicht, dass ihr da so einen Gehörschaden bekommt, das wäre nicht so gut. So, dann tauschen wir gleich mal die Wände aus. Jetzt haben wir hier schön Ding. Dann tauschen wir hier die Wände aus, dass wir hier schön noch nur Erde haben. Gleich werde ich oben den Rand, also den Ring hier außenrum, aus Cobblestone machen. Genau. Bald. Ja, werden wir die Monster auch mal wieder anschalten, wenn wir mal auf so eine Höhlentour gehen. Ich weiß, ich habe schon sehr oft eine Höhlentour gemacht, die was dann ernüchternd war. Aber vielleicht werden wir auch weiter weggehen. Vielleicht gibt es, muss ich mal mich umhören, so Mods gibt es ja 1000 Stück, dass ich vielleicht Mods hier rein installiere, damit wir dann ein bisschen schneller unterwegs sind. Die müssen wir wahrscheinlich uns erstmal schön zusammencraften. Die Sachen aber wäre mal was, auch mal was. Hier so mit Mods zu spielen. Außer Optifine natürlich oder Rise Minimap. Ja, diesen Flint, den braucht doch kein Mensch. Doch, zum Feuerzeug machen, aber wir haben ja schon Feuerzeug. Weiß gar nicht, wir haben kein Portal mehr. Zur Hölle. Müssten wir vielleicht noch mal, oder haben wir eins gemacht? Haben wir nicht eins in der Hölle reingesteckt? Das weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal kurz dann schauen, wenn wir hier fertig sind, bevor wir dann das beenden im Part, sag ich mal. Ich sehe jetzt hier schon die zweite Folge. Wenn ihr das hier anschaut, davor kam ja die erste, wo wir angefangen zu haben. Bloß ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, welche Folgennummer das jetzt hat. Ob das jetzt Folge 101 ist oder 102 oder keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, bei irgendeiner Folge habe ich es pausiert. Und jetzt einfach mal wieder so zwischendurch mal wieder spielen. Vielleicht kommt Minecraft zwar nicht mehr regelmäßig, aber ab und zu mal so zwischendurch, wenn man mal Zeit und Lust hat. Ne? Dass wir dann vielleicht so Minecraft zocken. Man kann ja nie wissen. Also Lust hat, es kommt einfach also bei mir muss man sagen, kommt es spontan, dass ich praktisch Lust auf Minecraft habe. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage so, jetzt spiele ich Minecraft oder ich muss jetzt Minecraft spielen, sondern ich spiele es eigentlich erst, wenn ich wirklich Lust danach habe. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage so, ich habe keinen Bock auf Minecraft, spiele ich es halt einfach nicht. Und ich glaube, das macht sie auch bestimmt, wenn sie sagt, ich habe jetzt keinen Bock darauf, das zu machen, macht sie es nicht. Außer natürlich atmen, das muss man natürlich. Aber ich glaube, nur, sag ich mal, absichtlich abstellen, so automatisch abstellen, geht's nicht. Wenn es geht, dann sollte man mal schnell zum Arzt rennen. Das ist dann nicht gut, wenn man Atemnotprobleme hat. Oh. Eisen, immer her damit. Kann man nie genug kriegen. Wenn man genügend Eisen hat, dann braucht man damit auch dann nicht mehr sparen. Ah.
Hat sie da draußen jetzt beide mit seinem blöden Anhänger? Ja, Rumpel halt noch mehr dabei. Mein Gott. Ah, blödes Taxi. Dann fährt ein Taxi mit einem Anhänger rum. Ja. Großer Auftrag oder was? So. Da, ja, da werden wir, das ist, hat mein Kumpel gesagt, hier vielleicht so Holz, ein Holztor hinmachen, dass man, dass hier die Mobs, weil werden wir wahrscheinlich, wenn wir hier Erde drin haben, auch Mobs spawnen können. Damit habe ich mich aber noch nicht so schlau gemacht, ob das passieren kann oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, schon weil dann da Grünfläche ist, da werden wahrscheinlich dann schon Mobs spawnen können. Wir werden auf jeden Fall einmal in Kreativmodus gehen müssen, damit wir hier grüne Erde unten haben können. Weil sonst müsste ich da oben irgendwie eine Leiter runter machen, so eine Treppe, damit es runter geht. Das geht, dauert einfach zu lang. Dann werden wir einfach so Grünflächen hinbauen. So 4x4 in der Mitte. Oder ganz außen 6x6. Und dann wächst es ja schon automatisch grün weiter. Kennst es ja das Spiel, aber wir müssen es wahrscheinlich machen. Oder ich werde es dann machen. Genau. Weil mit Knochenbild geht es ja nicht. Und Knochen haben wir, glaube ich, sowieso nicht so viel, weil wir eigentlich sozusagen nie die Monster am haben. Wobei wir das auch jetzt einmal machen können, auch wenn wir dann bauen. Nein, das blöde Flint, das baue ich nicht. Das Graffel. Naja. Schmeiß mal es da rein. So. Schupp. Da machen wir zu. Ich habe mir zwar drei Steine hergeschenkt. Aber lieber drei Steine herschenken, als Flint zu behalten. Weil das brauche ich nicht. So. Dann haben wir es ja eigentlich so weit bald geschafft. Dann machen wir das jetzt hier fertig, pflanzen die Bäume und dann sind die Folgen beendet. Damit wir hier einmal ein Bauwerk abschließen können. Und wir werden natürlich da hinten noch die Tore hinmachen. Natürlich werden wir es hier nicht drin beleuchten, das wäre Fackelverschwendung. So. So. Genau, und dann sind wir auch schon mal fertig mit dem Boden hier. Da hinten werde ich ja dann Platz lassen, dass wir 6x6 groß die Grünfläche machen können, dass das dann hier weiter wachsen kann. Aber ich glaube, Wasser brauchen wir gar nicht hier. Weil das ja sowieso auch so wachsen würde, also die Bäume. Müssen die natürlich da draußen quatschen, das ist auch nicht gerade gut hier, aber so ist die Realität. Leute reden natürlich einfach dazu, muss man mal akzeptieren. Was machen hier 1, 2, 3, genau, hier hinten werden wir die Grünfläche reinbauen, damit es da hinten schön wachsen kann. Ja, dann sind wir eigentlich hier unten fertig. Dann gehen wir oben hin, machen eine Reihe Erde hin und eine Reihe Cobblestone. Also hier Pflasterstein. So, Erde haben wir noch genügend. So. Dann laufen wir mal dahinter.
schneiden. Ich will das ja hier immer gleich haben, damit mir hier schön Stufen hochgehen könnte. Beziehungsweise, dass es ausschaut wie ein Berg. So. Ups, das wollte ich nicht wegmachen. Hier ist jetzt hier. Das war ja hier so. So ist für mich ein Berg, auch wenn es nur Minecraft ist. Genau, hier haben wir gesagt, machen wir die rein hin. Bevor wir dann Glas dazu bauen, damit da kein Regen oder jemand reinfällt. Wir könnten natürlich auch Zäune rummachen, aber das schaut halt nicht so schön aus. Wenn überall nur Zäune sind, dann ist ja überall das gleich und gleich. Gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Sammeln brauche ich nicht. So, dann bauen wir das hier rum. Und dann noch Cobblestone außenrum, dann ist alles erledigt. Na, wir werden wahrscheinlich dann doch jetzt dann schon Schluss machen. Also wenn wir dann hier dieses rummachen würden, dann Schluss machen, weil sonst dauert es einfach zu lang. Wahrscheinlich müsste ich jetzt nach der Zeit dann sowieso 3 Folgen machen. Das seht ihr da ja dann auch und ich dann auch. Wenn ich dann render, werde ich sehen, wie viele Folgen ich draus machen muss, damit was Gutes dabei rauskommt. Damit einigermaßen überall die gleiche Zeit ist. Nicht, dass da mal 10 Minuten sind, da 5 Minuten, 15. Also nach der Zeit würde ich schon einheitlich gehen, aber hier so vom Aussehen, warum wir da alles gleich machen. Gut, dann gehen wir schnell in Kreativmodus. Das heißt, gut, mal cheaten, damit wir. Ah, ihr habt die Befehle nicht, dann machen wir es halt jetzt so. Damit wir hier die Grünfläche machen können. So, Grasblock. Genau. Und damit ist auch dann die Folge schon beendet. Wir werden nächstes Mal hier weitermachen. Habe ich ja versprochen jetzt gerade. Werden wir hier weitermachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lasst es knacken. Ciao.